Wir haben es ja gesehen und der ist ja wie ein Schlachter hier im Werke. Ja, das sieht man wegen die Singe, ja. Glaubst du denn, The Singe hat was mit diesen merkwürdigen Winden auf Flotsam Island zu tun? Es würde mich kaum überraschen. Aber ich kann es dir nicht sagen. Warum nicht? Ach, das ist sowieso sinnlos. Bis später. Steh nicht auf, ich finde schon raus. Alles Gute, Threepwood. Okay. Wir geben ihr meine Blume. Sie ist ja so eine nette Frau. Wie wär's mit einer Blume? Eine sehr seltene Vakalien Tausendschön. Man kann sie dazu nutzen, um mit bestimmten Seekreaturen in Kontakt zu treten. Worüber reden die denn? Fische überwiegend. Wow. Das ist ja sowas von interessant. Na gut. Schönen Tag noch. Okay. Das hat auch nicht viel gebracht, aber... Na gut. Ich weiß schon, was wir mit der Karte anstellen. Okay, wir sehen uns das mal an. Und zwar nutzen wir das mit... Antike Schriftrolle. Ich wollte gerade Dicken hier nehmen. Das ist die Schriftrolle von Deep Cut. Dann mal los. Das sieht vielversprechend aus. Ja. Aha. Gut. Wissen wir Bescheid. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Eingang. Weil da müssen wir im Moment hin. Und das dauert wieder mal so lange. Ach, Mensch. Guybrush, ich glaube langsam, du brauchst neue Treter. Ich warne dich, leck das nicht wieder ab. Gut. Jetzt so. Jetzt tanzen wir ein bisschen wie ein Blöder und fertig, Schiss. Yay. Gut, jetzt gehen wir mal zurück. Jetzt gucken wir uns das mal an. Und zwar so. Wir sollen den Weg gehen und dann den der Affen. Dann sollen wir den Weg folgen, den der Wind uns zeigt. Gut. Das sieht vielversprechend aus. Ja. Gut, jetzt muss der Wind uns weiterhelfen. Wie machen wir das mit dem Wind? Das ist einfach. Werdet ihr gleich sehen. Aber erstmal... Affen. Okay. Wenn das jetzt falsch ist, ich glaube, das wäre nicht so toll. Sehr gut. Jetzt müssen wir nochmal die Karte gucken. Ich habe nicht so alles. Das sieht aus. In der Birne. Okay. Von daher müssen wir jetzt eine Blume reinwerfen. Okay. Machen wir das mal. Werfen wir eine Blume rein. Haben wir gemacht. Dann sehen wir uns nochmal die Karte an. Und jetzt müssen wir dem Wind wieder folgen. Dann mal los. Interessant. Da lang. Genau hier lang. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Karte. Stellen diese Zeichnungen den Wind? Wir müssen wieder zurück. Und wir sind hier. Aber wir müssen wieder mal diesen... die Karte muss ich wieder mal angucken. Biene. Gut, dann müssen wir noch den... Okay. Nein! Nochmal! Los.
Ich verstehe. Ja, ich auch. Ach ja, einige werden sich bestimmt fragen, was sind das denn für Dinger? Das werdet ihr später sehen. Wir machen erstmal hier diese kleine Quest. Okay, wir müssen jetzt einmal rumlaufen. Bäh, komm. Okay, war wahrscheinlich nicht so ganz doll, aber... Naja, es hat was geöffnet. Und... Nochmal. Gut, jetzt müssen wir wieder dem Wind folgen. Weiter. Die Windgötter von Flotsam scheinen in diese Richtung zu zeigen. Jo. Da mal hoch. Und wir sind da. Hui. Oh oh, jemand kommt. Ich hätte nie gedacht, jemals wieder hier rauskommen zu müssen. Aber es wird eine vorübergehende Schwankung von Flotsams Wind wert sein, endlich Tripods Hand in die Hände zu bekommen. Seine Hand in die Hände zu bekommen. Zu süß. Total süß. Was war das denn? Und was ist hinter dieser Tür? Ja, was ist denn dahinter? Okay. Na, das bringt's. Aber wir haben schon einen Trick. Wir machen das Ding kaputt. Oh oh. Das Abschlagen der Nase an der Tür hat den Zorn des Gesichts hervorgerufen. Nehmen wir es mal mit. Manchmal kann ich nur so ein bisschen meiner Ehre retten. Aber jetzt wird's noch witziger. Wir tun den kleinen Papagei rein. Ich habe einen Auftrag für dich, kleiner Papagei. Geh auf die andere Seite dieser Tür und öffne sie von der anderen Seite. Ich bin Skybrush Reefwood, richtiger Pirat. Okay, kleiner Champion, öffne die Tür. Dummer Vogel. Ich bin Skybrush Reefwood, richtiger Pirat. Und trotzdem hat er etwas so Charmantes. Süß. Nee, mal ehrlich, das ist einfach nur zu süß. Dann gehen wir zurück. Ja, ich bin ein bisschen müde von der Arbeit. Das ist ja auch ziemlich stressig, was ich momentan habe. So, wir sind jetzt wieder... von da kommt das alles. Jetzt sind wir wieder da. Aber wir gehen nochmal zu diesen verrückten Doktoren. Hui, wie schön. Grüne Suppe. Er freut sich wegen dieser grünen, ekligen Suppe. Dann reden wir mal mit diesem durchgeknallten Doktor. Doc? Oh, Sie sind's. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Es sei denn, Sie möchten Ihre Hand freiwillig den Fortschritten der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Ein Zwang. Nö, habe ich keine Bocke. Ja, warum bist du an meiner Hand so interessiert, du komischer Typ, du... Ach, du Puderquatzte. Ach, egal. Warum hast du eigentlich so großes Interesse an meiner Hand? Weil offensichtlich die Krankheit, die sie durchströmt, eine vollständig neue Lebensform ist, die eigenständig Bewegung erzeugen und totes Gewebe übernehmen kann. Nicht dein Ernst, oder? Das ist ja so... Halt, sagtest du eben etwas von totem Gewebe? Meine Hand ist nicht tot. Meine Hand ist nicht tot. Sie bewegt sich, manchmal ganz von allein. Und genau das macht es ja so faszinierend. Eine scheinbar abgestorbene Hand, die sich ständig bewegt, als würde sie von einer fremden Kraft angetrieben. Man stelle sich nur die Möglichkeiten vor. Echt seltsame Puppentheater?
Oh Mann. Okay, ich habe Beweise, dass du was im Schilde führst. Oh ja. Sieht das vertraut aus? Wo haben Sie das gefunden? Es fiel von der schaurigen alten Tür im Dschungel. Eine alte Tür mit einem Seekuhkopf im Dschungel? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Sicher, sicher. Aber vielleicht solltest du sie dir mal anschauen. Sieht aus, als könnte sie ziemlich interessant sein, wissenschaftlich gesprochen. Ich gehe jetzt wieder dahin, um mit meinen piratigen Kniffen durch die Tür zu brechen. Erst brauche ich etwas Dynamit, dann ein Gummihuhn mit einem Flaschenzug in der Mitte, dann eine Art rudimentäre Drehbank. Ohne meinen Schlüssel kriegt der die Tür nie auf. Ich sollte ihm auf sichere Entfernung folgen, nur um dafür zu sorgen, dass er meine Pläne nicht durcheinander bringt. Oh oh. Es scheint, als habe Monsieur Slipwood die Vekelian-Porte du Vent tatsächlich gefunden. Böser kleiner Piratenjunge. Ist da jemand drinnen? Ich bin Skybrush Slipwood, mächtiger Pirat! Was? Wie hat er... Ich kann nicht glauben, dass er darauf reingefallen ist. Ich auch nicht. Das könnte nützlich sein. Wer ist der schlauste Pirat auf der ganzen Welt? Ich bin Skybrush Slipwood, mächtiger Pirat! Wow, das sieht ja... Haltige Kanonenröhrchen. Slipwood! Gut gemacht, Monsieur Slipwood. Sie haben mich gezwungen, den Ort des versteckten Tempels zu enthüllen. Aber ein Einfallspinsel wie Sie wird ohne meine Hilfe nie herausfinden, welcher dieser Windgötter beschworen werden muss, um dieses antike Windsteuerungsgerät zu beherrschen. Und ich sage nichts! Das ist ein Windsteuerungsgerät? Danke! Das wussten Sie nicht? Ich sehe schon, es wird Zeit, dass der Marquis die Angelegenheiten selbst anpackt. Oh Mann. Ich weiß aber sowieso, wie es funktioniert. So, wir benutzen das hier. Es ist abgeschlossen. Schön. Ach so, das müssen wir erstmal öffnen, bin ich doof. Gut, hier müssen wir es öffnen. Nicht schwer. Dafür brauchen wir dieses wunderschöne Teilchen. Aha, also dieses wunderschöne Gesicht muss gemacht werden. Ich dachte schon. Ist es dasselbe? Nein. Ja, das ist dieses. Und jetzt diese komische Nase. Ja. Sieht schick aus, oder? Ja, ziemlich gut zum Anbeißen, würde ich sagen. Netter Herr. Dann wollen wir es mal testen. Und wir haben unser Windrad wieder. Den kennen wir doch. Das müssen die Götter des Windes sein, die einem den Hut vom Kopf fegen. Slipwood, lassen Sie das rumfingern und überlassen Sie mir endlich Ihre Hand. Zwing mich doch. Oh, Mann.
Spinner. Hey, ich lebe ja noch. Ja, ich weiß. Das war ja auch nicht mit irgendwelchen Kugeln gefüllt. Machen wir das mal zu. Da die Tür jetzt offen ist, möchte ich sie echt nicht mehr schließen. Verdammt. Warum nicht? Ach, vergiss es. Wir gehen da lang. Nein, da lang. Los. Hey, da ist noch eins. Und da fehlt eine Scheibe. Aber ich weiß sowieso welche. Da. Da rein. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber diese Götterstatue ist noch kitschiger als sonst. Kitschiger. Gut. Dann machen wir das mal. Aha. Aha. Gut, wir müssen... Das ist Käse. Oh. Ah, das muss das hier sein. Ah. Nein.